Barakallahu fikum. Imam Ahmed hat eine Überlieferung, Barakallahu fikum, überliefert, und zwar, wenn die Dunya dein Ziel ist, wenn nur Dunya, dass die Seite dein Ziel ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Sache unkonzentriert machen lassen. Du wirst unkonzentriert sein. Und dein Armut wird zwischen deinen Augen bleiben, egal was du machst. Und du wirst das bekommen von dieser Dunya, von dieser, nur das, was Allah dir zuteil geschrieben hat. Wenn aber Al-Akhira dein Ziel ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich konzentrieren lassen. Das bedeutet, du wirst dich konzentrieren können. Du kennst dein Ziel. Du weißt, was du machst. Jama Allahu Shamla. Du weißt, was zu tun. Du bist sozusagen wach. Du weißt. Und dann, dein Reichtum ist in deinem Herzen. Und diese Dunya wird zu dir kommen, ohne dass du das verlangst. Einige werden sagen: Ja, wie? Dunya kommt zu mir, ohne dass ich das verlange? Ja. Geht das? Ja, das geht auch. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, du musst die Gründe und die Mittel ausschöpfen und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Aber manchmal, nein. Du bekommst das, ohne auch, dass du Gründe und Mittel ausschöpfst. Beispiel: Als Zakaria zu ihr immer zu ihrer Gebetsstätte gekommen ist, er hat bei ihr Versorgung gefunden. Diese Versorgung, haben die Gelehrten gesagt, die Früchte vom Winter im Sommer und die Früchte vom Sommer im Winter, die haben kein Gewächshäuser gehabt übrigens. Ja? Dann sagte: Anna laki hada, ja Maryam, anna laki hada, oh Maryam, woher hast du das? Da sagte: Huwa min indillah. Das kommt von Allah. Ging Maryam raus? Hat sie was gemacht? Nein. Und das zweite Beispiel: Da hat Zakaria Allah darum gebeten: O mein Herr, gib mir ein rechtschaffenes Kind oder eine gute Nachkommenschaft. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt: Inna Allah yubashshiruka bi Yahya. Allah verkündigt ihr einen Sohn, dessen Name Yahya ist. Schaut mal jetzt, aufpassen. Ne? Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Wie kann ich einen Sohn bekommen? Ich bin ein alter Mann. Und meine Frau ist nicht mehr gebärfähig. Die kann unfruchtbar. Sie und ich bin ein alter Mann, das geht nicht. Eigentlich die Gründe und die Mittel sind, dass sie in gebärfähigem Alter sind. Aber beide nicht. Deshalb, wenn Allah will, dann ohne Gründe und ohne Mittel wird er dir geben. Aber das ist nicht die Grundlage. Nicht, dass man jetzt versteht: Okay, ich sitze heute in der Moschee und sage: Khalas. Na, auch Jobcenter, du brauchst einen Antrag.